Und ich rufe auf Top 52 den Antrag Fraktion Die Linke, 15 Jahre Hartz IV, 15 Jahre Verletzung der Menschenwürde, es reicht, wird aufgerufen mit Top 87 dem dringlichen Antrag der Fraktion der SPD, Sozialstaat der Zukunft muss gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land erneuern und für die Zukunft stärken. Und als erstes darf ich Setzpunkt der Linken mit dem Antrag die Frau Böhm ans Rednerpult bitten. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Im Januar 2005 ist das entscheidende Gesetz der Agenda 2010 in Kraft getreten. Vorher und danach gab es viel Widerspruch, Demonstrationen, Mahnwachen, Aktionen auf allen Ebenen. Das Gesetz wurde gegen den immensen Widerstand durchgezogen. Die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, mit der Sozialhilfe zusammengelegt. Es wurde pauschaliert, zusätzliche Leistungen sind nicht mehr möglich, das Sanktionsregime wurde ausgebaut, wirksame arbeitsmarktintegrierende Maßnahmen wurden abgeschafft. Danke schön. Es ist jetzt 15 Jahre her. Seitdem müssen Menschen darunter leiden. Was haben Sie, ich meine die Parteien, die dieses Gesetz, diese Ungerechtigkeit eingeführt haben, und die Parteien, die nichts für ihre Abschaffung getan haben, den Menschen damit angetan und den Familien, die Angst haben, in diese Situation zu kommen? Was haben Sie dem Arbeitsmarkt und den sozialen Sicherungssystemen in diesem Land angetan? Heute konnten Sie das Ergebnis aus der Presse erfahren. Der Deutsche Paritätische Verband hat den Armutsbericht veröffentlicht. Und da können Sie sehen, Hessen, die hessische Armutsquote liegt zum ersten Mal über dem Bundesdurchschnitt bei 15,8 und ist im ständigen Steigen begriffen. Seit 2005 haben wir ständig steigende Armutsquoten, nicht nur in Hessen, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Das stimmt. Die soziale Absicherung ist damit nicht nur löchrig geworden, sondern zerrissen. Menschen können sich die notwendigen Medikamente nicht mehr leisten. Sie können nur noch wenige Monate von dem Geld im öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Der Anteil an Energie ist viel zu gering bemessen, sodass jährlich etwa 35.000 Menschen nur allein in Hessen ohne Strom in ihrer Wohnung sitzen. Eltern können von diesem Geld keine Windeln mehr kaufen. Der Satz für Lebensmittel ist viel zu gering abgesetzt, sodass man sich nicht wundern muss, dass diese ungesunde Ernährung auch zu Erkrankungen führt. Es ist viel zu wenig Geld für Kleidung, gerade für Jugendliche da, viel zu kein Geld für Brillen, kein Geld für einen Personalausweis, kein Geld für Besuch bei Verwandten, nicht mal zu einer Beerdigung kann man fahren. Mit den Sanktionen von über 100 verloren viele ihre Wohnungen, haben heute hohe Schulden bei den Krankenkassen. Besonders bitter ist es, dass damit viele Jugendliche von Anfang an aus dem Sozialsystem gekippt wurden. Wie eine Hartz-IV-Empfängerin sagt, Hartz IV bedeutet große Armut, man lebt am Abgrund. Am aktiven Leben teilzunehmen ist in keinster Weise mehr möglich. Und was sollte Hartz IV denn alles bewirken? Es sollte zur Vollbeschäftigung führen. Langzeitarbeitslosigkeit sollte damit vermieden werden, eine schnelle und passgenaue Vermittlung in Arbeit ermöglichen und eine ausreichende materielle Absicherung abhängig vom Bedarf ermöglichen. Aber das ist alles, was in der Gesetzesbegründung steht. Lassen Sie uns untersuchen, wie die Realität zu diesen Zielen sich dasteht. Gehen wir zum ersten Ziel der Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung würde bedeuten, dass es genauso viele Arbeitssuchende wie Arbeitsplätze gibt, bzw. eher ein paar weniger Arbeitssuchende, da ja nicht jeder Arbeitsplatz zu jedem passt. Wie sieht es aus? In Hessen waren es im November 2019 208.000 Personen, die arbeitslos sind. Da fehlen diejenigen, die aufstocken müssen, weil ihr Einkommen nicht für den Lebensunterhalt reicht. Da fehlen diejenigen, die keinen Anspruch auf SGB-II-Leistungen und nicht den Mut haben, einen Antrag zu stellen. Demgegenüber stehen gerade einmal 54.000 Arbeitsplätze. Das heißt, das Ziel der Vollbeschäftigung ist vollkommen verfehlt worden.
Steigende Beschäftigungszahlen gehen auf gute wirtschaftliche Lage, aber nicht auf die Drangsalierung der Menschen im Leistungsbezug zurück. Das zweite Ziel war die Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit. 42% der Langzeitarbeitslosen sind aber jetzt schon länger als 4 Jahre im Bezug und über 1 Million bundesweit und mehr als die Hälfte seit Einführung des Systems auf Leistungen angewiesen. Auch hier deutlich, Ziel wurde verfehlt. Die passgenaue und schnelle Vermittlung in Arbeit war das dritte Ziel. Die faktische Vermittlungsquote der Arbeitsverwaltung bei arbeitslosen Hartz-IV-Beziehern liegt bei lediglich 5%. Zu einem Drehtüreffekt möchte ich nichts weiter ausführen. Das kann man sich aber vorstellen, wenn eine Vermittlung in Arbeit vorwiegend in Leiharbeitsfirmen erfolgt. Die ausreichende materielle Absicherung war das vierte Ziel, abhängig vom Bedarf. Die Regelleistungen schützen allerdings in keiner Weise vor Armut. Wir hatten mehrere Phasen, wo das Minimum heruntergerechnet worden ist. Eigentlich müsste es mindestens 37% höher sein. Ich will hier nur ein Thema herausgreifen von vielen anderen, sonst müsste ich bis zum Ende des heutigen Tages zu Ihnen sprechen, weil es gibt wirklich sehr viele Beispiele. Es geht um die Lücke bei den Wohnkosten. Es gibt viele Kommunen, die mit allen möglichen Argumenten begründen, warum sie nicht bereit sind, die Mietkosten, die am Markt vorhanden sind, zu übernehmen. Wenn die Tür dann zu ist, geben einige durchaus zu, dass das Sparmaßnahmen sind. Im Jahr 2018 fehlten einem Fünftel der Bedarfsgemeinschaften in Hessen, also fast 40.000, 38,5 Millionen € in einem Jahr. Das heißt, jede Bedarfsgemeinschaft hat auf dem Konto jedes Jahr 1.000 € weniger gehabt, weniger zum Essen, zum Kleiden, zur Teilhabe. Und innerhalb von 7 Jahren ist dieser Betrag um 50% gestiegen. Hier ist eigentlich die Aufsicht des Landes über die Jobcenter gefragt. Und dies gilt ganz besonders bei den Bedarfsgemeinschaften für Kinder. Dazu gehört zu dem angeblichen Bedarfsorientierten, dass die Nichtanspruchnahme von Leistungen nach SGB II und auch SGB XII nach verschiedenen Schätzungen bundesweit bei 43-56% liegt. Das heißt, viele gehen überhaupt nicht zu den Ämtern, weil sie sagen, sie werden dort nur drangsaliert oder sie schämen sich dafür, dahin zu gehen. Die in der Gesetzesbegründung genannten Ziele waren also nicht die ehrlichen, die wirklichen. Es war vielmehr so, wie Schröder in seiner Rede in Davos sagte, wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Da kann man nur sagen, ein voller Erfolg. Fast ein Viertel der abhängig Beschäftigten arbeiten heute für Niedriglohn. Und mit Hartz IV wird dieser Niedriglohn subventioniert. In Hessen müssen 27% der SGB II-Bezieher trotz Erwerbstätigkeit aufstocken. Da sind sicher auch viele Busfahrerinnen dabei. Das sind ungefähr 75.000 Personen. Und knapp 10.000 mussten Hartz IV beantragen, obwohl sie in Vollzeit arbeiten. Das kenne ich aus dem Kreis Groß-Gerau. Da haben wir es alleine schon. Bei uns im Kreis sind das schon mehr als 1.000 Leute. Und da bestätigt sich meine Annahme deutlich. Dort, wo Billiglohn gezahlt wird, gibt es besonders viele Menschen, die trotz Vollzeit aufstocken müssen. Und das sagt uns auch der Armutsbericht, dass er Parität heute deutlich. Innerhalb von 10 Jahren ist die Armut gerade in der Region Starkenburg in Hessen am stärksten gestiegen. Und das kann man sich am Frankfurter Flughafen lebhaft angucken. Da kann man nämlich die Ergebnisse der Agenda-Politik vor eigenen Augen sehen. Die Arbeitsverträge haben sich dort massiv geändert. Wenn ich jetzt nur bei den Lufthansa herausgreife, das Fraport wäre genauso möglich, da fing es zufällig 2004 mit Outsourcing an. Dann kam eine Tarif-Null-Runde und bei der LSG Sky Chefs, die daraus entwachsen ist, ein Absenkungstarifvertrag. Die Arbeitssituation mit prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit, Minijobs und Arbeit auf Abruf mit 40-Stunden-Verträgen im Monat ist Normalität im Unternehmen. Die Mitarbeiter leiden unter diesen Arbeitsbedingungen und dem Druck, den das Unternehmen bewusst schürt. Ein Kollege hat sich sogar nach diesen Schikanen das Leben genommen.
Ein Teil des Unternehmens ist jetzt verkauft worden. Aber es ist egal. Es gibt alle Betriebe dort, haben ein Einstiegsgehalt von höchstens mal 1.400 € netto. Damit kann man sich im Raum Frankfurt keine Wohnung mehr leisten und auch keine Familie ernähren. Und somit sehen Sie deutlich, und das passt auch hervorragend zu der Diskussion, die wir vorher zu den Busfahrern und den Tarifverträgen haben. Sie haben die Beschäftigten unter einen so massiven Druck mit dieser Agendapolitik gesetzt, sodass sie bereit sind, zu allen möglichen Bedingungen zu arbeiten. Sie haben sie so unter Druck, und die Angst vor Hartz IV, vor den Sanktionen von Hartz IV, setzt die Menschen dermaßen unter Druck, dass es für die gewerkschaftlichen Organisationen auch ganz schwierig ist, inzwischen die Tarifautonomie wahrzunehmen. Sie sind diejenigen, die die Tarifautonomie ad absurdum führen, an die Wand führen. Das ist das Problem. Und jetzt wollen Sie nicht einmal, dass wir darüber reden. Das ist wirklich eine perfide. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Ich denke, wir brauchen unbedingt, also Hartz IV muss unbedingt abgeschafft werden. Dieses Gesetz gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Es hat uns lang genug drangsaliert. Wir brauchen unbedingt eine sanktionsfreie und bedarfsorientierte Mindestsicherung. Liebe SPD, und da reicht es nicht, auf Hartz IV neue Etiketten zu kleben und dazu Bürgergeld zu sagen und statt der Eingliederungsvereinbarung eine Teilhabevereinbarung zu verordnen. Wir brauchen einen tatsächlichen Politikwechsel in dieser Frage. Danke sehr. Für die AfD darf ich nun Herrn Richter nach vorne bitten ans Rednerpult. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn Marxisten Sozialisten darin überholen, Wohltaten zu verteilen, muss man auf der Hut sein. Denn am Ende des Tages bleibt meist für keinen von uns mehr etwas übrig. Der Antrag der LINKEN erfasst das ursächliche Problem nicht, welches die SPD unter Gerhard Schröder seinerzeit angehen wollte und Mittel und Wege gesucht hatte, aus einer wirtschaftlich schwächelnden Lage wieder hinauszukommen. Das ursächliche Problem war, dass schlicht Arbeitsplätze fehlten und man mit Fordern und Fördern meinte, Anreize zu schaffen, während zeitgleich Unternehmen entlastet werden und Arbeitsplätze dann zur Verfügung stellen. Da dies eben nicht so wie gewünscht geschehen ist, war das Fordern und Fördern für die Katz, vielen lieben Dank, und hat ein großes Stück weit zu einer Kannibalisierung im Niedriglohnsektor geführt. Wo keine Arbeitsplätze entstehen, kann man halt nun mal fördern und fordern, wie man will. Richtig ungerecht wird es aber, wenn die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld I nicht an die Dauer der Vorbeschäftigung gekoppelt ist. Noch heute wird diese Gesetzgebung als großer Erfolg gefeiert, und die Situation am heutigen Arbeitsmarkt, die CDU betont ja immer, dass es so viele sozialversicherungspflichtige Stellen gibt wie nie zuvor, bejubelt. Mancher SPD-Politiker blickt noch mit Stolz auf diese Ära und hat dabei nicht begriffen, dass dieser Verrat am Arbeitnehmer und vielen Kleinselbstständigen der Beginn des Niederganges der SPD gewesen ist. Mit Fug und Recht, meine Damen und Herren, darf Gerhard Schröder in den Spiegel schauen und sich als Totengräber der SPD bezeichnen. Im Übrigen ist auch die Linke mitverantwortlich für die Situation in unserem Land. Und auch darauf möchte ich zu sprechen kommen. Sie sind es, die die Kosten für. Ich werde keine. Herr Schalauske, wenn Sie das Wort Flüchtlinge drin hören, dann drücken Sie einen roten Butter. Wasser. Ja, das ist aber nicht. Sie sind es, die die Kosten für Unternehmer immer weiter erhöhen, und Sie sind es, die Sie durch Ihre ideologische Politik die Bereitschaft der Menschen in Deutschland abgesenkt haben, überhaupt ein Unternehmen zu gründen und in ein mittlerweile nicht unerhebliches Risiko zu gehen. Nur noch, ja, die armen Unternehmer. Hören Sie mir doch einfach zu, dann können Sie ja danach sagen, ob Sie mit einverstanden sind oder nicht. Nur noch 25% der Deutschen können sich vorstellen, ein Unternehmen zu gründen. Warum wohl? Weil man als Unternehmer in Deutschland, wenn man erfolgreich ist, so hoch angesehen wird? Nein, da hört man die armen Unternehmen. Wohl eher nicht. Denn wenn jemand erfolgreich ist, sind Sie zur Stelle und möchten verteilen, was andere mit einem großen Risiko erwirtschaftet haben. Also, oh,
ausgebeutet. Die Zeiten des Klassenkampfes, also, die sind lange vorbei. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Partei und zu diesem herzlichen Glückwunsch zu dieser Politik. Es gibt für mich keine kleinen und keine großen Männer. Herr Frömmrich, vielleicht ist das bei Ihnen so. Für mich sind alle Menschen gleich. Sie mögen die unterscheiden. Für mich sind alle Menschen gleich. Wenn Sie sich wieder beruhigen, könnte ich meine Rede fortfahren. Das wäre sehr nett. Ich habe ja auch darauf geantwortet, aber meine Rede möchte ich bitte gerne weiterführen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Politik, meine Damen und Herren, für die Sie alle von den etablierten Parteien die Verantwortung tragen und nicht bereit sind, diese Verantwortung auch zu übernehmen, um notwendige Veränderungen vorzunehmen. Vielmehr sind Sie es, die eine energiepolitische Wende eingeleitet haben, die genau zu dem führt, was DIE LINKE hier im Antrag beklagt, Energiesperren. Mit normalen Gehältern und ohne Unterstützung ist Energie bald nicht mehr zu bezahlen. Also erhöhen wir die Unterstützung derjenigen, die keine Arbeit bekommen, und alles ist gut? Oder müssen wir dann auch andere unterstützen, sodass am Ende dieser Politik die Leistungsträger der Gesellschaft die Unterstützung anderer tragen, während sie selbst die hohen Preise bezahlen müssen und am Ende des Monats nicht viel mehr haben als diejenigen, die unterstützt werden? Das ist das Gegenteil eines Leistungsgedanken, meine Damen und Herren. Das ist Herr Richter, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegen zu? Nein, nicht. Weil ich schon so viel Zeit verloren habe, bitte nicht. Das ist nicht zu finanzieren, meine Damen und Herren. Und selbst Sie, meine Damen und Herren von den LINKEN, können die Nettosteuerzahler in diesem Land nicht unendlich für ihre sozialistischen Träumereien bluten lassen. Was ist mit der Menschenwürde derer, die jeden Tag durch die Arbeitswelt hetzen, von morgens bis abends rackern und aufgrund der ganzen durch ihre Politik gestiegenen Kosten und immer höherer Steuern und Abgaben nicht mehr ein- und nicht mehr auswissen? Was ist mit diesen Menschen? Verraten Sie uns doch einmal, wie Sie das alles finanzieren möchten, wenn Sie zeitgleich die Schlüsselindustrien systematisch zerstören, die unser Land überhaupt noch aufrechterhalten. Verraten Sie uns doch bitte, wie Sie eine existenzsichernde Mindestsicherung hinbekommen wollen, wenn die Arbeitslosigkeit weiter ansteigt und die meisten Menschen nur noch von der Substanz leben möchten. Dafür haben Sie keinen Blick. Und Sie haben auch keinen Blick für Unternehmer, die privat für ihre Rente vorgesorgt haben und aufgrund der Nullzinspolitik sich regelrecht ausrechnen können, bis sie in die Mindestsicherung hineinfallen. Dieser Antrag ist an sozialistischem Populismus schlicht nicht zu überbieten, weil er nicht darstellt, was Sozialpolitik im Kern immer ist und immer sein wird, Umverteilung. Um eine gute Sozialpolitik betreiben zu können, müssen die Rahmenbedingungen für die Menschen dergestalt sein, dass sie eine vernünftige Arbeit bekommen können und dass sie über die Sicherungssysteme in Notsituationen abgesichert sind. Wenn die Politik in Deutschland aber so gestaltet wird, dass Notsituationen für die Menschen bereits zur Normalität gehören und man deswegen immer mehr Umverteilung fordern muss, dann sind alle politischen Bestrebungen gescheitert, die ein menschenwürdiges Dasein sichern. In manchen politischen Weichenstellungen in Hessen, und das geben wir zu, ist für uns auffällig, dass in der Tat erkannt wird, dass wir gesellschaftlich andere Wege gehen müssen. Aber man ist nicht konsequent genug, weil sich niemand traut, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Ihnen allen ist völlig bewusst, dass die jetzige Politik auf Bundesebene so lähmend ist, dass wir als Landespolitiker und die kommunalen Selbstverwaltungen in Hessen keinerlei Chancen mehr haben, politische Rahmenbedingungen zu setzen, die die Situation in unserem Land verändern und wir wieder einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben. Die Dekarbonisierung unseres Landes wird massiv durch Sie fortgesetzt und unsere Jugend dergestalt indoktriniert, dass unternehmerisches Denken völlig minimiert wird. In Hessen hat man durchaus verstanden, und hier lobe ich die Koalition ausdrücklich, dass Forschung und Technik unsere Zukunft sind. Das durften wir bei der Innovationspreisverleihung sehen. Nur wird dafür zu wenig getan, und die Bundespolitik zieht hier leider nicht dergestalt mit, dass wir über neue Industrien und Techniken mehr Arbeitsplätze schaffen, als wir derzeit verlieren. Das aber muss Kern unserer Politik sein, und nur auf diese Weise, wenn wir beginnen, die Fehler der derzeitigen Politik rückgängig zu machen, können wir überhaupt wieder eine vernünftige Sozialpolitik gestalten. Wir als AfD sind uns der Problematik mehr als bewusst, haben uns genau aus diesen Gründen und einer desaströsen Europapolitik gegründet und konnten Millionen Wähler gewinnen, weil diese eben genau wissen,
dass die Umverteilung, wie sie hier von den LINKEN gefordert wird, ökonomisch nicht machbar ist. Hören Sie also auf mit Ihrer desaströsen Energiepolitik, sodass Energie wieder bezahlbar wird. Hören Sie auf damit, unsere ökonomische Basis zu zerstören, und beenden Sie Ihre ideologische Politik. Beginnen Sie damit, unsere Umwelt wieder realpolitisch zu schützen, indem Sie die Landwirtschaft nicht auch noch völlig in den Ruin treiben, sondern sie als das sehen, was sie ist, unsere Grundversorgung. Legen Sie mit uns Bausteine für wirtschaftliche Rahmenbedingungen, aus denen neue Unternehmensgründungen stattfinden, und beteiligen wir daran Bürger direkt, damit sie partizipieren und auf diese Weise alle Seiten profitieren. Hören Sie auf damit, Wohnen durch Ihre Politik immer teurer zu gestalten, und verteufeln Sie nicht diejenigen, die Wohnraum anbieten. Armutsbekämpfung beginnt dort, wo Menschen eine Auswahl an auskömmlicher Arbeit haben, wo sie nicht gegeneinander ausgespielt werden, und dass Menschen ab 50 nicht bereits zum alten Eisen gehören und man ihnen sagt, sie sollen bis 67 arbeiten, aber keiner sie mehr einstellt. Das sind die Probleme, von denen die meisten Menschen stehen. Diese müssen gelöst werden, und sie werden nicht durch ein Papier gelöst, welches erst dann zum Zuge kommt, wenn alle Stricke gerissen sind. Auch das ist typisch linke Politik. Sie betreiben keine Politik, die die Ursachen der Probleme beseitigt. Sie betreiben mit anderen eine Politik, die Probleme schafft, und schreiben dann Antrag um Antrag, damit diese Probleme wieder gelöst werden. Und ich bin sofort beim Schluss. Wir als AfD wollen eine Politik mit dem Ziel, dass die Probleme ursächlich gelöst werden und die Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand leben können. Das, meine Damen und Herren, ist unser politischer Ansatz. Vielen Dank. Danke, Herr Richter. Die Redezeit ist vorbei. Der Redner hat aufgehört. Ja, Entschuldigung, aber meine Damen und Herren, für Bündnis 90 Die Grünen erteile ich nun Herrn Bocklet das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir bitte, dass ich meinen Vorredner ignoriere. Das war von Anfang bis Ende so viel Murks, dass ich gar nicht anfange, weiß, wo ich anfangen soll. Die Zahlen nicht zur Kenntnis genommen, Entwicklung nicht zur Kenntnis genommen, Professoren, wissenschaftliche Studien nicht zur Kenntnis genommen. Ich finde einfach gut, dass Sie sich gesetzt haben, gut, dass diese 10 Minuten schnell zu Ende gingen. Sie haben nichts mit der Realität zu tun. Ich frage mich tatsächlich, wo haben Sie die letzten 15 Jahre verbracht? So, jetzt kommen wir zum Thema dieses Tagesordnungspunktes. Und ich empfehle zur Frage 15 Jahre Hartz IV. Es gibt eine Veröffentlichung, die heißt aus Politik und Zeitgeschichte von der Bundeszentrale für politische Bildung. Den Kolleginnen und Kollegen der Linkspartei empfehle ich dieses Dokument auch an. Dort werden Befürworter und Gegner der Reformen nebeneinander gestellt. Es findet ein wissenschaftlicher Austausch statt über Erfolge und Misserfolge. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir nach 15 Jahren tatsächlich zu einer abgewogenen, ausgewogenen, mit Zahlen, Daten und Fakten basierten Analyse kommen und zu einer Weiterentwicklung. Der Redebeitrag von Frau Böhm war in dieser Frage nicht hilfreich, wenn ich das so sagen darf. Herr Schalauske, ich hätte den Satz nicht gesagt, aber wenn Sie so freudig dazwischenrufen, das ist doch Ihr Geschäftsmodell. Seien Sie doch froh, dass es Hartz IV gibt. Ohne Hartz IV würden Sie doch da gar nicht sitzen. Das ist doch auch der Punkt. Doch, wenn Sie, weil Sie haben zwei Gründungselemente. Das eine ist die Erbschaften der SED, deswegen haben Sie so viel Geld. Und das zweite ist, dass Sie Hartz IV hatten, deswegen konnten Sie von der SPD die Stimmen gewinnen. Und das ist nun einmal der Fakt. Jetzt ist ja gut, jetzt hören Sie halt einmal zu. Auch wir GRÜNE sind der Sozialdemokratie und Helmut Schmidt dankbar mit NATO-Doppelbeschluss und vielen Fehlentscheidungen zur Atomkraft. Deswegen gibt es auch die Gründungsgene der GRÜNEN. Ich stehe wenigstens dazu. Ich stehe wenigstens dazu. Jetzt müssen Sie mir mal eine Sekunde zuhören, Herr Schalauske. Mögen Sie Daten, Fakten zur Kenntnis nehmen wollen, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar. Zwischenruf ist ja parlamentarischer Brauch. Ich benenne Ihnen auch meine Quellen. Christoph Schmidt, Bodo Aretz und Jan Fries, Sachverständigenrat. Und ich kann Ihnen die Personen auch alle nennen. Sie sind aus dieser Publikation. Sie sind nicht auf unserem Mist gewachsen. Sie sind auch nicht aus dem Bauchgefühl heraus, mit dem Schaum vor dem Mund, dass Hartz schon immer schlecht war, sondern tatsächlich mit Zahlen belegt. 2005 waren rund 26 Millionen Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 2018 waren das
über 32 Millionen. Die Langzeitarbeitslosen waren vorher 2 Millionen, dann 1 Million. Das hat sich insofern halbiert. Ich will nur diese Zahlen, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern ich kann nur lesen und ich gebe sie wieder. Wenn ich das zur Kenntnis nehme, dass die sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zugenommen hat, dass die Arbeitsvolumen zugenommen, dass Langzeitarbeitslosigkeit halbiert hat, dann sage ich nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Aber ich kann auch nicht sagen, es hätte sich nichts zum Besseren gewechselt. Und das muss man mal sagen können. Die Reformen von alle Hartz-IV-Reformen hatten unterschiedliche Ziele. Ein ganz großer Erfolg war ganz sicherlich die Reform der Arbeitsvermittlung und die Gründung der Jobcenter, weil auch damals klar war, wenn man in Arbeitslosigkeit kam, war die Förderung in Arbeit wieder sehr mangelhaft. Diese positiven Effekte sind eigentlich von jeder Seite zu konstatieren gewesen. Ich kenne kaum jemanden, der gesagt hat, das ist schlechter geworden. Natürlich war es notwendig, dass ich dort etwas tun musste. Die Arbeitsämter, so wie sie aufgestellt waren, waren schlecht aufgestellt. Ich bin 2006 in den Landtag hier gekommen und meine erste Rede war tatsächlich ein Jahr Hartz IV. Und wir hatten eine Fülle von Mängeln und wir haben damals schon gesagt, wenn man einen Beschluss so weitreichender Reform macht, Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe, muss man sehr genau aufpassen, ob man Strickfehler gemacht hat. Ich habe schon damals gleich gesagt, wir haben als Grüne im Bundestag das mit der SPD gemeinsam mitbeschlossen. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung, bestimmte Punkte weiterzuentwickeln. Ein Webfehler war der fehlende Mindestlohn, weil er bedeutet hat, dass Unternehmen zu jedem Dumpinglohn tatsächlich Löhne zahlen konnten, weil sie wussten, sie gehen ja zum Jobcenter und bekommen die Aufstockung. Dieser Fehler wurde mittlerweile von allen hier demokratischen Parteien korrigiert. Und das war richtig so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben eine Fülle von Herausforderungen. Ich will Ihnen auch noch sagen, dass jede Arbeitsvermittlung, so gut sie auch sein mag, sie nichts nutzt, wenn es nicht einen Arbeitsmarkt gibt, der arbeitsaufnahmefähig ist. Eine Binsenweit, ein Kalenderweiser. Nur dort, wo es Arbeit gibt, gibt es Arbeitsplätze, wo die Wirtschaft brummt und ein Boom ist. Dort können überhaupt Arbeitslose hineinvermittelt werden. Das ist richtig. Und jetzt streiten sich die Gelehrten darüber, wer nun der Erfolg dieses Booms ist. Natürlich war der Anzug dieses Booms, die Steigerung von den Arbeitgebern und den Unternehmen, war erst einmal die anziehende Nachfrage, vor allem im Ausland und später auch im Inland. Das waren die Erfolge des Arbeitsmarktes, und die haben dazu geführt, dass überhaupt Arbeitslose dorthin vermittelt werden konnten. Aber dass die Vermittlung stattfand, war erst zunächst einmal erfolgreich. Man kann fragen, zu welchem Preis. Und diese Frage müssen wir uns heute stellen. Und da bitte ich alle auch hier, die Befürworter von Hartz-IV-Reformen damals wie heute sind, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, ob sie noch zeitgemäß sind. Ich finde das nichts Schambesetztes. Ich finde das nichts Schlimmes, wenn man nach 15 Jahren ein Fazit zieht und sagt, wir brauchen Verbesserung. Da muss man sich nicht im Grund und Boden verschämen, sondern ich finde das eine Verantwortung eigentlich jeden Politikers, sich diese Fragen zu stellen. Ich habe einige Punkte, die wir diskutiert haben, auch meine Bundestagsfraktion, die sagt, die Höhe der Leistung und die Bestimmung und die Ermittlungsmethoden der Grundsicherung sind sehr umstritten. Ich glaube, dass sie nicht ausreichend und hinreichend sind, die Leistungssätze. Sie müssen überarbeitet werden. Wir brauchen dort auch höhere Leistung, damit Menschen auch menschenwürdig an diesem Leben teilhaben können. Punkt 1. Punkt 2. Wir brauchen auch eine bessere Förderung. Auch das ist unumstritten. Wir wissen, dass Menschen nicht die richtige Qualifizierung finden. Langzeitarbeitslose, halbiert, aber dennoch noch in Langzeitarbeitslos befindenden Menschen, brauchen bessere Qualifizierung, weil das der Hauptgrund ist für Arbeitslosigkeit. Wir brauchen nachhaltigere Qualifizierung. Ich kann mich noch erinnern an den Streit darum, dass ich bei den Jobcentern sage, warum finanziert ihr nicht länger dreijährige Ausbildung, grundständige Ausbildung, damit die Menschen auch wirklich einen guten Ausbildungsabschluss haben und nicht immer diesen Trethöheffekt. Bis heute umstritten. Und da finde ich die Forderung des SPD-Parteitags völlig richtig, dass wir auch ein Anrecht auf Weiterqualifizierung brauchen, und zwar zu einer guten Weiterqualifizierung. Das begrüße ich außerordentlich. Wir brauchen auch die Verbesserung der Leistungsgewährung. Auch das kann nicht sein, dass so, wie sie momentan stattfindet. Ich selbst habe, wie Sie wissen, vor meinem Abgeordnetendasein war ich Sozialarbeiter, konnte Menschen dort auch hinbegleiten, auch später noch. Es ist wahrlich zum Teil unterirdisch, wie dort mit den Menschen umgegangen wird. Ein 16-seitiges Formular, wenn Sie der deutschen Sprache kaum oder schlecht mächtig sind, ist nahezu unausfüllbar. Es ist unfreundliche Behandlung. Es ist tatsächlich zum Teil nicht gerade angenehm. Und das muss sich ändern. Die Leistungsgewährung ist ein Anrecht auf die Teilhabe an das Minimum, Existenzminimum. Und ich finde, da muss sich die Haltung vieler Jobcenter nach wie vor noch extrem verbessern. Auch das spricht die SPD in ihren Anträgen an. Auch dieses teilen wir. Bei den Eingliederungsvereinbarungen, auch dort finde ich,
muss dringend darüber nachgedacht werden, dass dort nicht schlicht und ergreifend dem Wort des Sachbearbeiters gefolgt werden. Es müssen gemeinsame Eingliederungsvereinbarungen fanden. Denn nur mit einer aktiven und überzeugenden Teilnahme wird der arbeitslose Mensch auch tatsächlich den Willen dazu haben, wieder die Arbeit und Qualifizierung aufzunehmen. Auch in der Eingliederungsvereinbarung brauchen wir deshalb auch Verbesserung. Und ein weiterer Punkt ist, wir haben viele Strickfehler gehabt. Ich glaube, dass die Zuverdienstmöglichkeiten zu gering sind. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Menschen, die Hartz-IV-Bezug sind, warum sie nicht die Möglichkeit haben, besser und leichter Zuverdienste zu bekommen. Das sollte angereizt werden, und das ist noch, wie ich finde, ein Mangel. Genauso wie wir es schon damals für falsch fanden, das Gesparte in dieser Form, die Vermögen, die es damals gab, in dieser Form so aufzubrauchen, die eben gerade für Notlagen, auch gerade für das Alter zurückgelegt waren. In vielen diesen Punkten habe ich das 16-seitige Papier zum Sozialstaat der SPD vom Bundesparteitag gelesen. Ich finde, und ich sage das ohne Häme, Sie haben in vielen Punkten die richtigen Schlüsse gezogen. Wir sind da sehr stark an vielen Punkten auf einer Seite. Ich erwähne nur einen Punkt, das ist die Kindergrundsicherung, die wir drinnen brauchen, gerade bei der Armut von Kindern. Ich kann nur sagen, wir haben das erste Konzept der Grünen sind von 2009, jetzt zum Schluss im Juni 2019. Wir haben gute Konzepte zur Kindergrundsicherung im Bundestag vorgelegt. Sie folgen im Kern dieser Idee. Das begrüße ich außerordentlich. Es geht nicht darum, wer die Idee zuerst hatte. Es kommt darauf an, dass man sie jetzt zügig umsetzt. Und da appelliere ich auch an die SPD-Bundestagsfraktion, ihren Einfluss auf die Bundesregierung geltend zu machen. Sie stellen den Arbeitsminister heil. Sorgen Sie für die Verbesserung im Jobcenter. Sorgen Sie für die Verbesserung in den Qualifikationen, für bessere Stellung. Sorgen Sie dafür, dass die Kindergrundsicherung eingeführt wird. Sie haben unsere Unterstützung hier und im Bundestag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, einer dieser Zeitungsartikel, ich glaube, es war der Spiegel von in dieser Zeit, entweder diese Woche oder letzte Woche, hat gesagt, was damals ein Segen war, ist heute unter Umständen eine Gefährdung für die Zukunft. Ja, ich glaube, es kann so sein. Ich glaube, dass es tatsächlich die Wahrheit in der Mitte ist. Es ist nicht so, dass Hartz IV ein Niedergang des Menschenrechts war. Das halte ich für einen Unfug, wie es die Linkspartei darstellt. Das Schlechteste, was uns jemals passiert ist, so ist es nicht. Genauso wenig, wie es ausschließlich die Grundlage des Erfolgs ist, des Wirtschaftswunders und des Arbeitsmarktmundes. Ich glaube, dass es in der Tat dazwischen liegt, erstens. Und zweitens, ich glaube, an meinen 7, 8 Punkten, die ich genannt habe, brauchen wir weitere Reformen. Wir müssen die Grundsicherung weiter menschenwürdig und arbeitslosengerecht fortführen und weiterentwickeln. Herr Bocklet, und ich komme zum Schluss und damit mit meinem letzten Satz, Herr Präsident. Ich glaube, weiterentwickeln ist besser. Abschaffen brauchen wir es nicht. Es gibt genug Gründe für eine weitere Reform der Hartz-IV-Gesetze. Danke schön. Danke, Herr Bocklet. Für die SPD-Fraktion hat sich Frau Gnadl zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Fraktion DIE LINKE für diese nette Bescherung. Und das meine ich ganz ehrlich, also direkt nach unserem Bundesparteitag uns so einen schönen Setzpunkt zu liefern. Herzlichen Dank dafür. Und ich verrate Ihnen auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir natürlich auch in meiner Partei sehr lange über die Hartz-Reform kontrovers diskutiert haben und dass uns sicherlich auch diese Debatte ein Stück weit in den letzten Jahren gequält hat. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, umso selbstbewusster kann ich auch heute sagen, dass diese Debatte uns gut getan hat und dass wir insbesondere auch heute sehr gute Antworten darauf geben können. Und das hat die SPD am vergangenen Wochenende auf ihrem Bundesparteitag getan. Wir haben zwei konkrete Konzepte für zwei Kernanliegen beschlossen. Die Reform des bisherigen Systems der Grundsicherung für Arbeitssuchende und auch die Einführung einer Kindergrundsicherung. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind gerne auch bereit, mit Ihnen da in einen Wettbewerb einzutreten, wer auf die Fragen der heutigen Zeit die besseren, umsetzbaren und auch gerechteren Lösungen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will mich auch gar nicht allzu lange mit einer Rückschau
aufhalten. Denn eigentlich muss es ja uns darum gehen, auch Politik im Hier und Jetzt zu gestalten und vor allen Dingen auch für die Fragen von morgen neue Antworten zu finden. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir heute über 15 Jahre Hartz-Reform diskutieren, dann kann man eben nicht ganz ausblenden, auf welche Probleme die damaligen Reformen Antworten geben sollten. Und Herr Bocklet hat davon ja schon einiges eben auch in der Debatte richtigerweise angeführt. Seit den 1980er Jahren nahm der Anteil der Menschen, die aufgrund eben von Arbeitslosigkeit auf die damalige Sozialhilfe angewiesen waren, massiv zu. Wir hatten 5 Millionen Menschen, die arbeitslos waren. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, da kann man nicht ausblenden, dass wir diese Zahl der Arbeitslosigkeit auch in den vergangenen Jahren halbiert haben. Die Sozialhilfe, die als letztes Netz in der deutschen Sozialarchitektur konzipiert war, entwickelte sich zunehmend eben zu einer zweiten Arbeitslosenunterstützung neben dem Arbeitslosengeld und der Arbeitslosenhilfe. Und es strapazierte natürlich auch die damaligen kommunalen Haushalte und führte auch zu Ungleichbehandlungen. Und zudem waren auch die arbeitsfähigen Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger eben nicht in die reguläre Arbeitsvermittlung der Bundesanstalt für Arbeit integriert. Und es fand ein Verschiebebahnhof zwischen dem Sozialamt und der BA statt. Und darauf mussten, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch damals Antworten gegeben werden. Und deswegen kann man auch noch heute sagen, es war richtig, die Menschen aus der Sozialhilfe zu holen und in die Arbeitsvermittlung zu integrieren. Aber das System, das damals dafür entworfen wurde, das hatte eben auch grobe Fehler. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die müssen heute aus unserer Sicht korrigiert werden. Und einige Punkte sind auch schon in den vergangenen Jahren durchaus reformiert worden auf Bundesebene, etwa die Verlängerung bei der Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I oder die Einführung ergänzender Leistungen wie das Teilhabepaket für Kinder, die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns auf Bundesebene. Das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Das sind nur einige wenige Punkte, die ich an der Stelle anführen will. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht eben auch darum, Antworten auf die neuen Herausforderungen unserer heutigen Zeit zu finden. Wir müssen gegen die Niedriglöhne vorgehen. Und damit eben alle Menschen von dem Aufschwung der letzten 15 Jahre auch profitieren können, und, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es besonders alarmierend, auch die Zahlen des Paritätischen, die heute veröffentlicht wurden, mit der gestiegenen Armutsquote. Und da steht Hessen im Bundesländervergleich nicht besonders gut da. Wir sind da von Platz 3 auf Platz 7 gerutscht. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das zeigt auch, dass wir auch hessische Antworten geben müssen auf diese alarmierenden Zahlen. Aber wir wollen das auch im Bund tun. Wir brauchen einen Mindestlohn von 12 €. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben auf unserem Landesparteitag hier in Hessen auch gesagt, wir wollen da mit gutem Beispiel vorangehen. Wir wollen im Bereich des öffentlichen Dienstes einen Mindestlohn von 13 € auch bei der Auftragsvergabe von öffentlichen Aufträgen. Und wir müssen zusätzlich dafür Sorge tragen, dass die Tarifbindung steigt. Der Mindestlohn ist und bleibt ja eine Untergrenze. Unser Ziel sind aber anständige Tariflöhne, und deswegen wollen wir auch tarifgebundene Unternehmen steuerlich begünstigen und mehr Tarifverträge allgemeinverbindlich erklären. Wir müssen Sicherheit in einer sich massiv wandelnden Arbeitswelt geben, und dazu gehört es eben auch, neue Erwerbsformen abzusichern. Digitalisierung und die mit ihr verbundenen Änderungen in der Arbeitswelt dürfen unseren Sozialstaat nicht aushöhlen. Wir müssen Leiharbeit und Soloselbstständigkeit stärker regulieren und das Betriebsverfassungsgesetz stärken. Ein erster Schritt in diese Richtung war es eben, den Mindestbeitrag zur Krankenversicherung für Selbstständige zu halbieren, damit diese überhaupt einen Zugang auch zu einer bezahlbaren Krankenversicherung haben.
Und neben der Digitalisierung spielt natürlich auch das Thema des Klimawandels in der heutigen Zeit eine Rolle. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt auf. Wir haben die Diskussionen am Beispiel des Kohleausstiegs geführt oder auch die Veränderungen für die Automobilindustrie. Und darauf muss natürlich die Arbeitsmarktpolitik in der heutigen Zeit reagieren und Antworten finden. Und genau das tut die SPD auf Bundesebene. Unser Sozialstaatskonzept spiegelt einen grundlegenden Paradigmenwechsel wider. Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gehen davon aus, dass die Menschen eben den Sozialstaat brauchen und dass sie ihn nicht missbrauchen. Wir wollen einen Sozialstaat mit einem emanzipatorischen und partizipatorischen Charakter, einen Sozialstaat, den die Menschen in unserem Land als verlässlichen Partner ansehen und sie nicht zu Bittstellern macht. Einen Sozialstaat, der Armut und Ausgrenzung ein Ende setzt und deshalb auch Teilhabe an der Gesellschaft fördert und deren selbstbestimmtes Leben ermöglicht und die Gesellschaft zusammenhält. Denn wir sind überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass natürlich der Sozialstaat eine unverzichtbare Ressource zur Gestaltung des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandels beiträgt und er eben kein Problem oder Hindernis ist, wie er eben von manchen auch dargestellt wird, sondern er trägt zur Problemlösung bei. Und deswegen müssen wir auf die zunehmenden Verunsicherungen auch in der Gesellschaft reagieren und Sicherheit gerade in diesem Wandel geben. Unsere Antworten sind eben auf der Höhe der Zeit. Wir wollen die Rechte von Beschäftigten auf Qualifizierung und Weiterbildung verbessern und verbindlich festschreiben. Darauf antworten wir mit unserem Modell einer solidarischen Arbeitsversicherung. Wir wollen gewährleisten, dass möglichst Arbeitslosigkeit erst gar nicht entsteht. Und einen Anfang haben wir dieses Jahr mit unserem Qualifizierungschancengesetz in diese Richtung gemacht. Wir wollen als SPD wieder dafür sorgen, dass auch die Lebensleistung in der Arbeitslosenversicherung stärker anerkannt wird und dass eben diejenigen, die langjährig versichert sind, sich auch einen guten Lebensstandard erarbeitet haben, nicht sofort die Sorge vor dem sozialen Abstieg haben müssen. Und lassen Sie mich das vielleicht an der Stelle noch einmal anfügen. Das war sicherlich auch eines der größten Fehler der Hartz-IV-Reform. Herr Bocklet ist schon darauf eingegangen. Und das muss man eben sehen, das muss man korrigieren, und wir machen das. Mit dem Arbeitslosengeld Q wollen wir den Zugang zu Qualifizierung sicherstellen und eben auch gleich die Anstrengungen, die unternommen werden in Sachen Weiterbildung, belohnen, indem sich damit dann auch die Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I erhöht. Wir wollen das Hartz-IV-System durch ein solidarisches Bürgergeld ablösen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eben ein Paradigmenwechsel, wenn wir sagen, wir wollen ein Recht auf Arbeit verankern, passgenaue Angebote für Qualifizierung und Weiterbildung schaffen und Frau eben Gnadl, auch den sozialen Arbeitsmarkt ausweiten. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Daneben haben wir noch die eigenständige Kindergrundsicherung Ihnen schon auch auf Bundesebene vorgestellt. Denn Kinder dürfen kein Armutsrisiko mehr sein. Armut darf nicht vererbbar sein. Und das ist, denke ich, ein weiter wichtiger Punkt. Denn gerade die Armut in den Familien ist eines der drängendsten Probleme. Das haben auch die Zahlen des Paritätischen am heutigen Tag gezeigt. Wir Frau sind Gnadl, entschlossen, ich erinnere Sie an Ihr Versprechen. Letzter Satz. Wir sind entschlossen, wir wollen den Aufbruch in eine neue Zeit. Und dafür treten wir gerne in einen Wettstreit mit Ihnen ein. Danke schön. Danke, Frau Gnadl. Danke, Frau Gnadl. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Präsident, meine
Sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Böhm, schon die Überschrift Ihres Hartz-IV-Antrags ist falsch. Die Überschrift ist aber nicht nur falsch, sie ist auch ein harter Schlag in das Gesicht der Menschen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten. Die Frau, die früh um 6 bei McDonald's an der Kasse steht, der S-Bahn-Fahrer im Schichtbetrieb, der dafür sorgt, dass tausende Pendler rechtzeitig zur Arbeit kommen, der Facharbeiter, der um 7 am Band steht, oder die Bauleute, die die nötigen Wohnungen bauen. Jetzt bei diesem Schmuddelwetter im Moment geht es ja, aber dieser Tage ist das nicht schön. All die Fleißigen, die jeden Tag aufstehen, die hart arbeiten, um ihre Familie zu ernähren, die haben unseren Dank und unseren Respekt verdient. Das mal vorweg. Diese Menschen ernähren mit ihrer Hände Arbeit nicht nur ihre Familien, sie finanzieren durch ihre Steuern und Sozialabgaben auch unseren Sozialstaat. Zum Glück ist das noch die Mehrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wer Hartz IV als Verletzung der Menschenwürde bezeichnet, der verletzt in Wahrheit die Würde der vielen Millionen Menschen in unserem Land, die überhaupt dafür sorgen, dass es Sozialleistungen zu verteilen gibt. Das Geld kommt nämlich nicht vom Amt, das Geld kommt vom Handwerker, von der Krankenschwester, von der Büroangestellten, auch von den Selbstständigen, von den Unternehmern, von den Landwirten, von den Hebammen und von den Verkäuferinnen im Einzelhandel. Und diesen Menschen, denen jedes Jahr immer mehr vom Gehalt abgezogen wird, leider, denen sind wir auch Rechenschaft darüber schuldig, was der Staat an Sozialausgaben finanziert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen von den LINKEN, Sie wollen eine Debatte über Anstand und Würde heute führen. Da sage ich Ihnen, anständig ist es, dass Menschen, die Hilfe brauchen, auch diese Hilfe bekommen. Anständig ist aber auch, dass alle, die Hilfe bekommen, auch einen Beitrag dazu leisten, wieder auf die eigenen Beine zu kommen. Es gibt Menschen, die schaffen das nicht, und denen gilt unsere Solidarität. Es gibt aber auch Menschen, denen man eine Arbeit zumuten darf und auch zumuten muss, einschließlich der Sanktionen, wenn sie das nicht tun. Und dass dieses System funktioniert, zeigt ja auch die schlichte Zahl, dass bei 97% überhaupt keine Sanktionen notwendig sind. Wer arbeiten kann, der ist grundsätzlich auch in der Verantwortung, einen Beitrag dazu leisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage ganz klar, fördern und fordern ist keine Verletzung der Menschenwürde, sondern ein Gebot fairer Solidarität. Faire Solidarität kennt zwei Seiten und nicht nur eine. Solidarität in einer freien Gesellschaft basiert auf Wechselseitigkeit, auf Hilfe zur Selbsthilfe. Wir haben ein anderes Gesellschaftsbild als DIE LINKE. DIE LINKE strebt danach, den Staat groß zu machen. Der Staat soll die Menschen alimentieren. Damit machen Sie die Bürger klein. Sie schrumpfen in der Wahrheit zu Almosenempfängern, die in Abhängigkeit stehen vom politischen Wohlwollen. Meine Damen und Herren, wir stehen für eine Gesellschaft von freien, selbstbewussten und unabhängigen Bürgern. Der Mensch kann mehr, als ihn DIE LINKE und der Staat zutraut. Wir wollen die Bürger dabei unterstützen, ihre individuellen Träume und Wünsche zu verwirklichen. Wir kämpfen für die Chancen jedes Einzelnen, die Chancen in jedem Leben. Und zu unserer Verantwortung gehört es auch zu sagen, dass es keinen Wohlstand und keinen Fortschritt ohne Anstrengung gibt. Auch das wird bei der Debatte oft vergessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hartz-IV-Reformen waren Kinder ihrer Zeit. Sie waren Teil der Agenda 2010. Ich will mir aber daran erinnern, dass es 2005 mehr als 5,2 Millionen Arbeitslose gab. Wir sind heute bei zum Glück nur noch 2,4 Millionen. Das ist weniger als die Hälfte. Der Kollege Bocklet hat es gesagt, diese Passage hat mir sehr gut gefallen. Es ist in der Tat so, dass wir damals über Rekorddefizite diskutiert haben, über neue Schulden, über Perspektivlosigkeit von Jugendlichen. Wie sieht es heute aus? Wir haben Rekordsteuereinnahmen, wir haben Lohnzuwächse, wir haben heute darüber diskutiert, 29% mehr bei den Busfahrern. Wir haben eben keine Nullrunden mehr, sondern beste Perspektive, gerade für junge Menschen in Ausbildung und im Studium. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist doch völlig absurd, diese Erfolge, um die uns ganz Europa beneidet, infrage zu stellen. Im Gegenteil.
Im Gegenteil, wir müssen aufpassen, dass wir das, was wir die letzten 15 Jahre erreicht haben, nicht mutwillig verspielen, nur weil DIE LINKE und leider auch Teile der SPD hier die politischen Fehler der Vergangenheit, die damals keine Fehler waren, rückgängig machen wollen. Das Arbeitslosengeld II hat sich grundsätzlich bewährt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich gibt es Verbesserungsbedarf. Auch das hat der Kollege schon angesprochen. Da ist viel Bürokratie drin im Moment. Da würden wir uns weniger wünschen. Und uns stört auch, dass Menschen, die sich herausarbeiten wollen, dass denen der Anreiz genommen wird, weil der Zuverdienst gleich angerechnet wird. Aber darum geht es den LINKEN nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren von den LINKEN. Sie wollen das Arbeitslosengeld II nicht besser machen. Sie verfolgen ein Gesellschaftsbild, in dem immer mehr Menschen von Transferleistungen und vom Wohlwollen des Staates abhängig sein sollen. Das sind Ihre eigentlichen Motive, und das lehnen wir entschieden ab. Wir wollen ein liberales Bürgergeld. Ein Bürgergeld, das alle steuerfinanzierten Sozialleistungen in einer Leistung zusammenfasst. So muss niemand mehr von Amt zu Amt rennen und das unübersichtliche Dickicht aus verschiedenen Sozialleistungen mit teils absurden Effekten würde dann endlich entwirrt und gebündelt. Selbstverdientes Einkommen soll nur prozentual und geringer als heute angerechnet werden. Auf diese Weise wollen wir eine trittfeste Leiter in die finanzielle Eigenständigkeit bauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein weiterer wichtiger Aspekt für uns Liberale ist das sogenannte Schonvermögen. Wir Freie Demokraten wollen, dass das erhöht wird, damit diejenigen, die gespart und vorgesorgt haben, nicht schlechter stehen als diejenigen, die das nicht getan haben. Auch das gehört zur Gerechtigkeit dazu. Es darf nicht sein, dass ältere Arbeitslose den ersparten Altersvorsorgevertrag kündigen müssen oder dass die erarbeitete Eigentumswohnung verkauft werden muss. Ich sage das ganz am Ende. Eigenverantwortung muss belohnt und darf nicht bestraft werden. Hartz IV muss weiterentwickelt werden, aber darf nicht abgeschafft werden. Ihr Antrag ist da wenig zielführend. Er führt in die Vergangenheit, nicht aber in die Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.